Vorzustellen, das nicht sehr kaiserlich ist, sondern eher Richtung Star Wars geht. In die andere Richtung auf der Zeitachse, aber Matthias, danke immer für die Einladung. Das ist wirklich, wirklich eine Ehre. Ich klicke hier mit dem da, oder wie mache ich das? Ich bin nicht so technikaffin von daher. Ich bin bei Volkswagen der sogenannte CIO. Wer kennt den Titel CIO? Ja. Nicht alle CIOs, der Chief Information Officer ist der oberste IT-Mann, der immer geprügelt wird, wenn die Hands nicht funktionieren, wenn die Rechenzentren stehen, ja, wenn Systeme abstürzen, wenn alles zu langsam ist, nicht schnell genug geht und wir kosten, wir brauchen einen Haufen Geld, wir geben im Jahr 5 Milliarden aus, im Jahr für IT. Und in meiner Welt sind 12.000 Mitarbeiter bei mir, die über alle Marken verteilt, Porsche, Audi, Volkswagen, in Amerika, in China und weltweit, Systeme entwickeln und betreiben. Und wir kommen aus einer ganz alten Welt, Volkswagen, wie jeder gute deutsche Konzern, der hat sein SAP und sein Rechenzentrum, und klatschen in eine neue Welt, wo alles digital ist. Und zwar deswegen, weil die neue Generation, einige sind hier anwesend, mit dem Smartphone alles machen wollen. Und das hier ändert massiv, sogar 2007, als Steve Jobs das eingeführt hat, unsere Welt nachhaltig verändert. Ich könnte es stundenlang reden, das ist mein Lieblingsthema, ich tue es nicht. Ich gehe auf ein Thema ein, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, auch genannt Machine Learning. Das sind, wenn der Computer anfängt zu lernen, wenn ich den nicht mehr programmiere und sage, du machst das und das, sondern der Computer fängt an, aus Daten der Vergangenheit selbst zu lernen. Wenn er lernt, kann er anfangen, okay, wenn das so in der Vergangenheit war, wird es vielleicht in der Zukunft so. Der Computer fängt an zu prognostizieren und wird immer besser. Und weil er in Lichtgeschwindigkeit lernt, ist er an dem Punkt, wo er den Menschen von seiner kognitiven Fähigkeit abhängt. Aber nur mit diesen Themenstellungen. Ich meine, dieser Mensch ist Intuitionsgefühl, kann er nicht mehr nehmen, aber sehr viele Operationen kann er nehmen. So, wenn er prognostizieren kann, wenn er weiß, was er kann, kann er es gleich machen. Und dann kommen wir in eine Diskussion, wo die Maschine versteht, die Vergangenheit prognostiziert und macht und sehr viel uns abnehmen kann. Ich formuliere es mal sehr höflich, uns helfen kann, Dinge abnehmen kann. Es gibt, fand den Vortrag auch super voran, natürlich auch die bösen Szenarien. Der Terminator kontrolliert die Menschheit. Ja, dann glaube ich persönlich nicht. Aber ist ein Thema, dem wir uns klar beschäftigen müssen. Sundar Pichai ist der CEO von Google. Einer der wahrscheinlich verrücktesten Firmen, die momentan in der Welt existieren. Oft als die Bösen, die Bösen dargestellt, vor allem in Deutschland. Wenn man mit Google sich beschäftigt, merkt man, wie viel eigentlich Google der Menschheit auch gibt. Ja, die ganzen Bibliotheken werden digitalisiert, jeder Mensch auf der Erde kann über Google auf jedes Buch zugreifen. Google demokratisiert auch viel, aber natürlich, Google verdient Geld mit da, muss man nicht vergessen. Und Sundar Pichai hat gesagt, dass maschinelle Lernen, KI, eigentlich, wenn man genau darüber nachdenkt, alles auf den Kopf steckt. Und zwar alles, was wir tun, wird hinterfragt. Und ich komme auf ein paar Beispiele, da wird das ziemlich offensichtlich. So, warum ist jetzt die Zeit für maschinelles Lernen? Und ich bin Techie, deswegen nehme ich mit der Technik. Wenn ich sie langweilig einschlafe, dann höre ich auf. Aber es sind eigentlich vier Dinge, die momentan passieren, die wenigsten von uns so richtig mitbekommen, die Welt komplett auf den Kopf stellen. Das erste ist die Rechenleistung. Vielleicht kennen einige von das Moore'sche Gesetz. Moore's Law sagt, alle zwei Jahre verdoppelt sich die Rechenleistung. Wir reden über eine Kurve, die geht so. Und wir stehen in so 5 bis 6 Jahren kurz vor einer unendlichen Rechenleistung. Das heißt, Rechenleistung im Überfluss. Wir können rechnen, was wir wollen. Wir haben Power, Rechenpower, auf Smartphones, auf allen möglichen Geräten. Ein wichtiger Punkt, auf den komme ich noch. Dann Open Source. Es gibt eine Bewegung im Internet, die alles teilt. Nicht nur Airbnb, die Wohnung oder Autos, die ausgetauscht werden, auch Software. Es gibt momentan 400.000 Softwarepakete frei im Download im Internet, die Entwickler hochstellen, die kann ich runterladen, kann es verändern, kann es nehmen. Das heißt, ich kann jetzt Software bauen, Produkte in Wochen. Hat früher ein Jahr gedauert, 2 Jahre, war vor 3 Jahre. Das geht jetzt in Wochen. Also die Geschwindigkeit bei der Softwareerstellung. Dann ein anderes, die Rechner sind so gut, man kann Daten künstlich generieren. Wenn mir
ich habe 100 Leute und für 90 habe ich die Geburtsdaten. Es gibt Algorithmen, die können für die anderen 10 fehlen, das Geburtsdatum mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit prognostizieren. Also habe ich wieder 100% Daten. Das heißt, was mir heute fehlt, wenn ich ein Puzzlespiel habe und mir fehlen zwei Puzzleteile, schmeiße ich es weg. Deshalb mit anderen Worten, die fehlenden Puzzleteile werden ersetzt. Das heißt also, wir haben Datenüberfluss. Und dazu kommt oben, dass die Daten sich sowieso explosionsartig vermehren. Alle die Geräte, die Devices, die Daten senden, ihr Smartphone, wer von Ihnen hat Android? Android sendet permanent die Geolokation an Google. Also die Google-Algorithmen haben permanent ihre Geolokation und rechnen aufgrund der Geolokation ihre Bewegungsmuster, aufgrund Bewegungsmuster, Verkehr, Google Maps. Auf Google Maps, wenn Sie eine rote Linie im Stau kommt, weil die Leute in der roten Linie, die ein Android haben, ohne wissen das oder mit ihrem Einverständnis, die Daten schicken an Google und die Algorithmen rechnen daraus Verkehrsinformationen. Das heißt, dieses Wachstum an Daten ist momentan gigantisch. Unsere Autos werden alle vernetzt. Unsere Autos können ohne 24 Gigabyte an Daten senden, wenn wir das wollen. Flüssigkeiten, Bremsbeläge, Zustände, Wartungsintervalle, wir wissen, wie der Airbag, die ABS und ABS eingreift, könnten wir auslesen, damit wir wissen, an der Stelle ist ein Gefahrenpunkt, ja, da wurde dreimal heftig gebremst, könnte man ja allen anderen im Umkreis eine Mitteilung schicken, Achtung, da ist es gefährlich. Also die ganzen Daten, die ein Auto generiert, sind 24 Gigabyte. Die können wir nicht runterladen, weil es viel zu viel ist, aber was an Daten generiert wird, überall im Internet von Geräten, ist gigantisch. Und mit Daten, jetzt komme ich nochmal auf das Thema zurück, ich bin ein positiv denkender Mensch, ist extrem viel Gutes machbar, wenn es der Mensch zulässt und einwilligt. Man nennt das im Englischen Consent. In der neuen Datenschutzverordnung der EU ist das eines der wichtigsten Punkte. Der Mensch ist Eigentümer der Daten und ich muss aktiv sagen, ich teile die Daten mit der und der Firma zu dem und dem Zweck. Aber, wie gesagt, Daten ist momentan ein explosionsartiges Gebilde und darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, warum Daten so wichtig sind. Ich nehme Sie mal so ein bisschen mit, was in den letzten Jahren passiert ist, hinter unserem Rücken, wenn man an das Thema Rechenleistung denkt. Apollo 11, ich war jetzt wieder 4 Jahre alt, war vor dem Fernseher gesessen, schwarz-weiß, mit meinem Vater und habe im Mondlandung gesehen. Da hat mein Vater gesagt, oh, keine Ahnung, wie haben sie das gemacht haben, aber die haben einen Computer. Ja. Damals der Rechner hieß AGS, Apollo Guidance System, ein Kleiderschrank in der ganzen Kapsel, 1 Megahertz Rechenleistung, RAM 64 Gigabit. Das hier, die CPU-Geschwindigkeit, 1300 mal mehr. Jetzt die Rechenleistung mit Millionen Instruktionen pro Sekunde, hat mein iPhone hier 80 Millionen mal mehr Rechenleistung als Apollo 11. Ja? Damit sind wir auf den Mond geflogen und damit spiele ich WhatsApp, beziehungsweise Angry Bird. Ja. Wie man so am Rande. Das war die Rechenleistung damals und heute. AlphaGo, kennt jemand von Ihnen AlphaGo? Das mitbekommen. Das ist dieses Go-Spiel, das asiatische Brettspiel, ist eines der schwierigsten Brettspiele überhaupt, weil es gibt 200 Milliarden Möglichkeiten, Züge zu machen auf dem Spiel. Und der gute Go-Spieler, es gibt wenig Regeln nebenbei, ganz wenig Regeln, viele Kombinationen, aber der gute Go-Spieler hat Intuition. Der versucht zu sehen, welchen Zug der Gegner machen könnte. AlphaGo ist von Google DeepMind entwickelter neuronales Netz, also künstliche Intelligenz, ein Computersystem, und hat gegen den besten Go-Spieler aus Korea gespielt, in 5 Spielen 4-mal gewonnen. Hat ihm keine Chance gelassen, war besser als ein Mensch, was niemand dachte, was möglich ist. Aber jetzt kommt der Hammer. In dem vierten Spiel, im zweiten von 5 Spielen, hat AlphaGo, dieser Computer, Zug Nummer 37, ganz grün, wenn es googelt, einen Zug gemacht, der rein auf Intuition bestanden hat. Das heißt, der Rechner hat etwas getan, was menschlich ist. Das neuronale Netz hat so gerechnet und hat eine Wahrscheinlichkeit hinterlegt, gesagt, wenn ich das mache, wird der andere nicht darauf reagieren und Spiel verlieren. Zug 37 war so irre, dass der Profi gesagt hat, der Mensch, der Koreaner, was für ein Scheißspiel, der hat verloren. Hat hinterher nach 4 Zügen gemerkt, dass er verloren hatte, dass im Prinzip der Computer in Schachmatt gesetzt hat.
Dann gibt es im vierten Spiel, das einzige, was er gewonnen hat, von fünf hat er einen gewonnen, ein südkoreanischer Weltmeister. Und im vierten Spiel, Zug Nummer 78, kann man auch schon googeln, hat er das mit AlphaGo gemacht. Hat der Mensch einen Zug gemacht, wo er dachte, auf die Idee kommt der nie, das ist so abstrus. Und genau so war es. Also es gibt ein Happy End in der Geschichte. Die gute Geschichte ist, wir sind mittlerweile fähig, Systeme zu bauen, die kognitiv auf dem Level eines Menschen sind, aber nur für spezielle Themen, nicht für alles. Aber die gute Geschichte ist, wir schaffen es genauso, es zu beherrschen. Das ist für mich eigentlich so das Happy End in der Geschichte. Letzte noch ganz schnell, die Hartus. Dieses Jahr ist ein Algorithmus, der entwickelt wurde in England für ein Pokerspiel. Vielleicht kennen Sie das Texas Poker. Da spielen Sie mit offenen Karten, verdeckten Karten. Das heißt, Sie wissen ja so drin, was der andere hat, aber Sie wissen ein bisschen was, was auf dem Tisch liegt. Sie können überlegen, vielleicht, weil keine Karten mehr laufen, getauscht. Also eine Hochkombinatorik mit viel fehlendem Wissen. Das können Sie nicht lernen. Und wir haben 3 Wochen lang den Algorithmus spielen lassen gegen die 5 besten Pokerspieler der Welt. 3 Wochen lang, jeden Tag in Las Vegas. Und danach einen Wettbewerb gemacht. Und der Algorithmus hat in jedem Spiel das Pokerspiel gewonnen. Der Mensch hatte keine Chance mehr, weil der Algorithmus alle Varianten durchspielen könnte und Intuition entwickelt hat. Also eine Wahrscheinlichkeit, was macht der Pokerspieler mir gegenüber. Es bewertet in Sekundenschnelle 15 Millionen Spielvarianten in einer Sekunde rechnet und im Prinzip hier der Poker, was für mich eines der menschlichsten Spiele ist, der wird geblufft, der wird betrogen und alles, ja, und der hat gewonnen. Also was ich damit sagen will, ist, wir haben mittlerweile eine Fähigkeit, Dinge zu tun, basiert auf einer irre Rechenleistung und vielen Daten, die wir vor 3, 4 Jahren noch nicht hatten. So, was macht künstliche Intelligenz? Es gibt eigentlich 3 Schritte. Das erste ist, man versucht, der Algorithmus versucht, in Datenmuster zu erkennen, verstehen, was da passiert. Im Verkehr, sind wir gleich ein Beispiel, die Leute über die Straße laufen, die muss ich erkennen für autonomes Fahren. Ich muss wissen, was passiert. Ist es ein Mensch, der rüberläuft, oder fliegt eine Plastiktüte vom Wind getrieben über die Straße? Läuft der Mensch, bremsen, Plastiktüte, weiterfahren. Die Entscheidung zu treffen, muss er erkennen. Aber es gibt ja einen Ball. Der Ball ist. Ich kann programmieren, kommt Plastiktüte, dann fahr weiter, weil es könnte ein Fußball sein. Es könnte eine Bierdose geworfen werden. Ja? Das heißt, der Rechner muss fähig sein zu lernen, weil wir ihm nicht mehr sagen können, was passieren wird. Wenn er das kann, dann macht er eine Vorhersage. Achtung, der Typ läuft über die Straße und dann reagiert er und löst was aus. Und das will ich Ihnen mal an einem Beispiel zeigen. Das hier ist von Mobileye, das ist eine Firma, die stellt Kamerasysteme her und intelligente Algorithmen. Das ist eine Kamera in einem Fahrzeug für autonomes Fahren. Und der Algorithmus erkennt, sieht eine Box um jedes Objekt. Grün sind die Autos, rot sind Menschen in einer gewissen Nähe. Er sieht, erkennt den Abstand über die 3D-Kamera. Aber was das Coole jetzt ist, das erkennt es simpel. Das war 2005. Vor 11 Jahren waren wir schon wirklich so viel. Jetzt wird prognostiziert, wo wir werden, wo ist der in 3 Sekunden, wo ist der in 5 Sekunden. In Echtzeit wird die ganze Situation prognostiziert, damit das autonome Fahrzeug, das um die Kurve kommt, weiß, Achtung, der ist so langsam, bremsen, oder der wird in 3 Minuten da drüben sein, langsamer fahren, der da läuft links, kein Faktor, weiterfahren. Diese Entscheidung zu treffen, das ist was Algorithmen, was künstliche Intelligenz macht. Autonomes Fahren ohne maschinelles Lernen, nicht möglich. So, wenn wir das haben, genau. Wie gesagt, das Erkennen, dann Vorhersagen und dann optimieren. Was man damit machen kann, ist vielfältig. Mit künstlicher Intelligenz können Sie alles Mögliche machen. Und zwar, wenn man anfängt hier als Autohersteller, Digital Customer, digitales Kundenerlebnis. Das heißt, das Auto weiß, dass Sie jeden Morgen einsteigen und bei unter 7 Grad die Sitzheizung einschalten. Dann gucken wir mal, das Auto macht das selbst. Weil das Auto lernt Ihr Verhalten und stellt sich auf Sie ein. Und das Auto lernt auch, dass Sie, wenn Sie bei plus 14 Grad, 15 Grad die Klimaanlage einschalten, Ihre Radiosender, Ihre Beliebten, das Auto fängt an, auf Sie zu reagieren. Darüber hinaus, man kann so weit gehen, wir haben die ersten Applikationen, die wir testen, das Auto lernt Ihre Fahrstrecke im Laufe der Zeit kennen und weiß dann, wenn Sie 3-mal morgens um 7.30 Uhr an der Stelle anhalten und da ist eine Schule daneben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie Kinder haben. Ja?
Das heißt, die Algorithmen lernen immer mehr über Sie und Ihr Verhalten, immer in der Annahme, Sie erlauben das. Und warum? Weil dann immer mehr Komfortfunktionen Ihnen angeboten werden. Das heißt, wir können Ihnen Komfort-Luxus-Funktionen anbieten, die Sie annehmen können oder ablehnen können, aber das geht halt nur, wenn man lernen kann. Und damit generieren wir halt komplett neue Produkte und Services, machen alle auch das, wenn nicht nur hier. Tesla ist da, ganz weit vorne. Mein persönlicher Benchmark ist Tesla. Auch ist nicht so gut, auch von der Qualität her, aber was hier digital gebaut wurde, das ist Tesla ein klarer Benchmark. Und da natürlich im Unternehmen. Wir bauen momentan Chatbots, wo wir Bots haben, das ist intelligente Software, die viele Tätigkeiten übernehmen, wie Dateneingaben in der Finanz- und Controlling-Umfeld, wo auf einmal künstlich intelligente Systeme die Tätigkeit, die Routinetätigkeiten unserer Mitarbeiter übernehmen. Und die können sich konzentrieren auf andere Dinge. Und das sind die drei Beispiele. Ich habe uns das mitgebracht, habe ich noch Zeit eigentlich? Was, sag mal, auch wie gesagt, crazy ist, aber vielleicht dann für mich überlegen. Und zwar haben wir uns Künstliche Intelligenz genommen und gesagt, wir machen das Ganze auf dem Quantencomputer. Es gibt in der Welt drei Hersteller von Quantencomputer, eines ist die Firma D-Wave. Ein Quantencomputer ist ein Rechner, der die Regeln der Physik bricht, der unendliche Rechengeschwindigkeit anbietet für gewisse Problemstellungen. Zum Beispiel in der Mathematik Primzahlenzerlegung, ja, kennen vielleicht viele von Ihnen, siebenstellig, braucht der schnellste Rechner der Welt, ein Supercomputer in China, momentan ein Jahr, ein Quantencomputer braucht eine Sekunde. Das heißt, wir haben eine unendliche Rechengeschwindigkeit für ausgewählte Fälle. Und es hat noch keiner auf der Welt versucht, damit irgendwas Vernünftiges zu machen, weil Primzahlenzerlegung interessiert mich nicht. Aber es gibt ja andere Probleme, die man lösen kann. Und zwar, das muss man anschauen. Das ist Verkehr, wie wir ihn hassen. Staus in den Megacities. In den Großstädten ist die Situation in China, in Beijing, Shanghai, ist das eine Normalsituation. Wenn autonome Fahrzeuge kommen, wird das nicht besser. Da hat er nur kein Fahrer mit drin, aber die stehen genauso im Stau. Außer man optimiert das ganze System. Also die Frage ist, wie kann ich einen Stau vermeiden, bevor er entsteht? Es klingt ungefähr so. Wie kann ich Wasser verdampfen, ohne es zu kochen? Eigentlich ist es unmöglich. Und wir haben in München, in Baker Lab, da haben wir 80 KI-Spezialisten in München und 15 Leute in San Francisco, die zu uns gehören. Und wir haben ein Team auf das Thema angesetzt, ein halbes Jahr lang. Verdampft Wasser, ohne es zu kochen. Macht es mit Beijing. Und wir haben uns statt Beijing genommen, Peking, China, 10, wir haben Live-Daten von 10.000 Taxis, die wir bekommen haben, vielen Dank an die Stadt Beijing. Und das ist eine Heatmap, die zeigt auf, da wo es rot ist, die Straßen von Beijing, viel Verkehr, Stau. Da wo es grün ist, ist das alles in Ordnung und blau ist eigentlich fast gar nichts. Das heißt, diese Heatmap zeigt ganz gut auf, wie so typischerweise in Beijing Verkehr ausschaut zu einer gewissen Zeit, also ziemlich heftig. Und dann haben wir eine Strecke rausgegriffen, in einer Vergrößerung. Das ist die Strecke vom Zentrum in Beijing bis zum Flughafen. Viele kennen das, die Maschine hat nach Beijing reisen. Horror. Ja. Und man sieht eben halt Datenstau, großer, lebensmittel besser, da vorne die Stau. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, in diesem Stau hier stecken 418 Autos und in jedem Auto haben wir drei Routenoptionen gegeben. Warum? Wenn Sie Google Maps haben und auf der A10 ist ein Stau, sehen Sie auf Google, die Straße wird rot, es gibt eine Empfehlung, eine Unternehmensempfehlung. Die kriegen aber nicht nur Sie, die kriegen alle morgen. Das heißt, dann wird der ganze Stau, kennt ihr alle, ja, scheiße, da ist vielleicht auf der Autobahn geblieben. Also ist die Idee, und ich komme gleich, warum es für uns relevant ist, warum nicht jedem einzelnen Auto eine individuelle Route geben? Warum nicht Ihnen die Route geben, Nordumfahrung, der jungen Dame davon der Rechtsumfahrung, Auto dahinter eine Südumfahrung, warum nicht jedem individuell? Das heißt, wir müssen hier 3 hoch 84 Kombinationen rechnen. Das sind mehr Kombinationen, mehr Rechnungen, als es Sterne in der Galaxie gibt. Das heißt, um das hier zu rechnen, brauchen Computer mehrere Tage. Bringt mir nichts, weil wenn ich das ja dem Autofahrer als Nachricht schicken will, habe ich vielleicht 2, 3, 4, 5 Sekunden Zeit. Nee, habe ich nicht. Also haben wir das genommen auf dem Quantencomputer in Kanada, die Firma D-Wave, die mit der Arbeit zusammen. Der Algorithmus geschrieben, rübergeschickt an einen Quantencomputer, ausgerechnet, Ergebnis zurück. Und
das zeige ich Ihnen. Das hier ist, was diese Programmierer und unser Team hier gebaut haben. Das lesen, ja. Aber das hier, so werden Quantencomputer programmiert, also richtig das Programmierbarredner, Know-how, intelligente Leute, die wir hier in Deutschland haben, ja, muss ich mal sagen. Der Quantencomputer rechnet, das ist der Output. So, und dann sieht die Strecke vorher so aus, das war der Stau, und aufgelöst. Das heißt, der Quantencomputer mit künstlicher Intelligenz hat einen Stau aufgelöst, bevor er entsteht, indem er jedem Auto hier, bevor es hier reinfährt, wir sagen 45 Minuten vorher reicht, 45 Minuten vorher ein neues Auto gibt. Ja? So, und wenn man das alles mal sich überlegt, mit 1 Grad, das ist ein Weg, um Verkehr in der Zukunft zu managen. Ich nehme das gesamte System und rechne das wie ein Optimierungsproblem komplett durch. Und dann schicke ich jedem Autofahrer ins Navi, jedem autonomen Fahrzeug sowieso ins Navi, ein sogenanntes Mikrorouting. Mikrorouting heißt ein neues Routing, eine neue Strecke, die sagt, du fährst nicht immer da rum, sondern du fährst gleich bei mir rum, der nächste fährt da oben rum, der dritte fährt da rum. Interessant ist, wenn man das Bild anguckt, das sind die Autos nur auf einer Strecke, hier sind die überall verteilt. In der Summe ist die Fahrstrecke für jeden am schnellsten. Auch wenn ich hier einen Umweg fahren muss, hinten rum, fahre ich trotzdem schneller, als wenn ich im Stau gehen würde. Das ist ein Win-Win für jeden Teilnehmer. Aber das muss doch noch beachtet werden, dass es andere Destinationen gibt, die sozusagen dieses Rechenmodell noch überlagern. Andere wollen halt zum Einkaufszentrum oder zum Fußball. Ja. Das ist noch viel komplexer, noch greifender. Viel komplexer. Ja, Sie haben dann Baustellen mit drin, dann haben Sie vielleicht einen Unfall, der hier passiert. Das heißt, es ist ein vereinfachtes Rechenmodell. Das wird jetzt, da wird es oben drauf gelegt, immer mehr Komplexität. Was jetzt zum Beispiel die Kollegen machen, die mit Schwimmen, die Straßen bewerten. Es gibt Straßen, die haben einen hohen Durchfluss. Es gibt kleinere Straßen, die geringer bewertet werden. Das wird auch berücksichtigt werden. Sie haben Straßen, die haben mehr Ampeln, andere haben weniger Ampeln. Es gibt verkehrsberuhigte Zonen, es gibt Unfallschwerpunkte, also das ist schon viel kompletter, da haben Sie vollkommen recht. Aber Sie müssen erstmal anfangen, es zu vereinfachen, damit Sie dann draufpacken. Was ich mit dir nur sagen will, sowas zu tun, dafür brauchen Sie einfach eine ganz andere Technologie und Rechenleistung, wie das vorher war. Also wir experimentieren da, sehr experimentell, es macht einen halben Spaß und wir glauben, dass wir da, wir sind momentan die Einzigen, die mit Quantencomputer und künstlicher Intelligenz arbeiten. Die NASA ist jetzt dabei, ihr Mars-Programm über ähnliche Dinge zu rechnen. Und Boeing ist dabei, Flügel- oder Tragflächenoptimierung mit einer ähnlichen Idee zu machen. Da sind wir eigentlich ganz, ganz gut unterwegs. Also vielleicht nochmal zurückzukommen. Man sieht, im Endeffekt landet alles wieder im Auto, wir sind Autohersteller. Aber was da vorhat ist, es basiert auf reiner Software, auf reiner Computing-Leistung und Technologie und ist für uns ein komplett neues Szenario. Wir sind ein alter Autobauer, der auf einmal in so Themen hier reinrutscht und sagt auch mal ganz offen, es ist nicht mehr einfach, es selbst zu verstehen, was wir da tun, aber das ist ein Teil unserer Zukunft. Und wenn man Verkehr managen will, reicht es nicht mehr, nur ein autonomes Fahrzeug zu bauen, man muss das Gesamtsystem in Blick nehmen. Und das ist eine Lösung zum Beispiel, die wir Städte anbieten. Wir bauen gerade eine Plattform, oder haben wir gebaut, eine Mobility-Plattform. Die läuft auf Amazon Web Services, in der Cloud, eine Cloud-Plattform, wo für Beijing, wo alle Autos, die connected sind, getrackt werden, wo wir Ampelschaltungen reinschalten in der Stadt. Wir haben die Busdaten vom Bus, die rumfahren. Das heißt, die wird vollgepackt mit immer mehr Daten, um es komplexer zu machen. Und je mehr verschiedene Daten wir haben, desto besser können wir hier den gesamten Plan und das gesamte System optimieren. Wir sind in der Stadt Delhi in Indien im Projekt, wo wir die Busse vernetzen und auf die Plattform ziehen. Warum? Ein Bus ist ein fahrender Verkehrssensor, weil wenn er im Stau steht, weiß es ja. Ne? Das heißt, wir haben eine App gebaut, die Busfahrer auf ihr Smartphone bekommen. Und die App sendet permanent Geschwindigkeit und die Geoposition und die Algorithmen rechnen permanent, wie in Delhi der Fall. Erstmalig, dass die Stadt Delhi, die ein Chaos versinnt in Indien, einen Blick bekommt, über wie Verkehr ausschaut. Und wenn ich das weiß, kann ich als Stadt eingreifen. Ich kann mir überlegen, ob ich Ampeln schalte oder Straßen anders mache oder Verkehr umleite. Aber dazu brauche ich eben die Daten und die Algorithmen lernen immer weiter mit, jeden Tag, wo Daten reinfließen. Die Algorithmen lernen halt, wie sich Verkehr beschäftigt. Wir machen das Gleiche in der Stadt Wolfsburg, unsere Heimatstadt.
wo wir alle Busse und alle öffentlichen Verkehrsmittel vernetzt haben und ihn tracken, damit wir lernen können, wie sich Verkehr verhält, prognostizieren können, Gefahrenpunkte erkennen können. Und dann im Endeffekt ist die Idee, dass dem Autofahrer in einer sinnvollen Art und Weise zur Verfügung zu stellen, Sicherheit, keine Staus mehr, Bequemlichkeit und vor allem halt Effizienz. Ja, man jede gesparte Minute und weniger am Stau ist natürlich ein Riesending. Also vielleicht mal zum Schluss zu kommen, Machine Learning, KI, ist kein Sci-Fi, das ist heute schon da und wir sind nicht die Einzigen, die das machen, wir nicht die Ersten, irgendwo mit drin und mit dem Team, das wir in München haben, Data Lab in München mit 80 Leuten, ist mittlerweile weltberühmt, wir haben Wissenschaftler aus der ganzen Welt, die wir reingeholt haben, die an komplett neuen Algorithmen arbeiten, um diese Probleme zu lösen, um Verkehr einfacher zu machen, sicherer zu machen. Und dann zu lösen. Der zweite Punkt halt ist, wir haben eine unendliche Rechenleistung mittlerweile aus der Cloud, die wir vor 5 Jahren noch nicht hatten, auf die wir zugreifen können. Und und der letzte Punkt ist, und da bin ich vollkommen bei dir, Matthias, Kompetenzen müssen wir jetzt aufbauen. Ja? Und ich sage Ihnen ganz offen, das größte Problem, was wir in Deutschland haben, ist ein Kompetenzproblem. Wir haben gute Leute, aber nicht genug. Die deutschen Hochschulen Informatik haben Abbruchquoten von 70%. Wir kriegen ja fast keine Leute mehr von den Hochschulen, weil wir unser Studium so kompliziert gemacht haben, dass kein normal denkender Mensch da mit Anstand durchkommt. Da müssen wir rangehen. Ich habe ein Programm laufen, das war ich auch noch in der Stadt Wolfsburg, das wollen wir auch in der Bundeswahl aus programmieren in der Grundschule. Wir haben mit der Stiftung in Berlin, der Deutschen Stiftung für Jugendförderung, ein Ein-Wochen-Programm entwickelt in Schulferien, wo die Kinder in einer Woche ab der 4. Klasse, 5., 6. in dem Segment, lernen die programmieren. Auf einfache Art und Weise, kleine Roboter, die spielen, spielerisch lernen Kinder mit Computer umzugehen. Aber nicht nur daddeln, ja, und WhatsApp, sondern eigene Software. Also verstehen, wie Software funktioniert. Wir investieren in 2 Lehrstühle in München an der LMU und eines an der TU, wo wir aktiv investieren. Wir haben im DFKI, Deutsches Zentrum für Künstliche Intelligenz, einen Sitz uns besorgt, ist in Bayern übrigens investieren. Also, aber das reicht nicht. Ja? Und da muss Deutschland aufwachen und die Politik, aber wir Unternehmen. Und wir brauchen Verbände, starke Verbände, die in guten Lobbyarbeit machen, damit wir hier nicht abgehängt werden. Weil ich sage Ihnen ganz offen, wir laufen hinterher. Das höre ich gleich auf. Am 7. November werden wir ein Announcement rausbringen. Das ist eine Partnerschaft mit Google. Und da werden wir bahnbrechende Dinge mit Google in Angriff nehmen. Google war immer so, ja, die Kragen im Hintergrund. Ich sage ganz offen, Partnerschaften ist genau der Weg und da ist Google also einer der besten Partner, die man haben kann, wenn man genau definiert, was man hier machen kann. Nicht alles. Aber ich kann Ihnen beipflichten, nur mit Partnerschaften, mit der IBM kann man die Dinge stemmen. Aber deutsche Partner sind auch sehr rar. Das sind wieder amerikanische Unternehmen. Und von daher schwierig hier mit einem kleinen Gedankengang, wenn wir nicht investieren in diese Thematik hier rein. Dann wird die übernächste Generation, meine Kinder sind noch ziemlich jung, Riesenprobleme haben. Von daher, einen schönen Abend.